Die Punktrichter Rosario Triolo, Egidio Pissedo und Bernd Hupfer, der Mann im Ring Alexander Wilding. Und jetzt zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 19 Jahre alt, 69,8 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Er kommt aus Arbon, der Schweiz, und seine Kampfbilanz 4 Kämpfe und 3 Siege. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in München, Jerome Haller! Sein Gegner in der roten Ecke ist 27 Jahre alt, 69 Kilogramm schwer, 1,73 Meter groß. Er kommt aus Augsburg, seine Kampfbilanz 8 Kämpfe, 7 Siege, 3 davon durch Knockout. Er ist BDB-Champion 2023 und UBF-Champion 2023. Und in seiner Ecke sein Trainer Birkan Ekse. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in München. Onur Kocak! Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Boxer zur Mitte. Okay, Boxers. Fair fighting, heads up and no blow down. Okay, shake hands. Die Boxer sind bereit. So let the fight begin. Da muss noch das Nummerngirl muss er aus dem Ring. Die sind noch nicht bereit, die Boxer sind schon. Oh, jetzt soll er langsam. Runde 1, Round Number 1. Also erste Runde, Ringrichter Alexander Wilding und los geht's. Kocak in der rot-schwarzen Hose, der Mann aus der Schweiz, in Gold. Ja, beide haben einen positiven Kampfrekord, das ist schon mal gut zu wissen. Er ist der jüngste Schweizer Boxprofi, der zurzeit da in den Ring rumturnt, der Jerome Haller. Schneller Mann. Beide haben einen Kampf verloren bislang. Onur Kocak seinen vierten. Gegen Valentins Kotosovs aus Lettland. Dabei brach er sich die Schulter, musste dann ein paar Jahre mit dem Boxsport aufhören. Ja, einige Fans mitgebracht hier aus Augsburg in Friedberg, wohnt er genau. Sechs Runden sind da mal vorgesehen für den Fight. Bislang sind sie beide auf Augenhöhe. Ja, waren die Köpfe beieinander. Aber nichts Großes passiert. Sehr offen, der Haller. Kann auch gut seine Rechte da mal reindrücken, der Kocak. Ja, der Trainer ruft auch die Rechte hinterher schießen und wenn er hier mit links den Haller beschäftigt und der hat seine Fäuste so weit unten, dann kann er es ja mal probieren. Wir von Erkan Jackson trainiert, der Onur Kocak. Naja, ich weiß andere, wenn beide Boxer so einigermaßen gleich stark sind, da kommt schon ein guter Kampf bei rum. Onur Kocak ist die
Nummer 15 in Deutschland im Weltergewicht. Die Rangliste wird angeführt von Ferdinand Pilz aus Berlin, vor Rico Müller, Eberswalde, Sebastian Formella, dem ehemaligen IBO-Weltmeister, Ilias Ciancali, hat auch schon einen Cup-Rekord von 10-0, der ist Nummer 4 in Deutschland, und Nummer 5 ist Alex Alzello aus Karlsruhe. Ja, der Erkan Erksen, der bringt da vollen Einsatz in der Ringecke. Macht doch mal vor, wie er es machen soll, der Owner-Coacher. Geht es ein bisschen ruhiger zu beim Schmiedzoll. Jerome Haller. Petrovic heißt er. Mit ganzem Namen. Der Mann in der goldenen Hose. Feierte im Februar sein Debüt mit einem Sieg über Ranajot Pulli aus Albanien. Im zweiten Kampf dann TKO-Niederlage gegen Bakar Getenice aus Georgien. Allerdings gelang ihm im Dezember die Revanche gegen Getenice mit einem Punktsieg. Also das hat er für sich selbst bereinigt, der Haller. Die Schweiz ist ja nicht gerade das klassische Boxsportland. Und die hat mal im Kickboxen diesen überragenden Hook. Scherwe war auch ein guter. Aber ansonsten fühlen sie sich natürlich auf dem Ski an. Viel wohler, die Schweizer. Aber da macht er ganz gut bis jetzt, der Haller. Hat natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Coacher da seine Rechte häufig vergisst. Na, guter Angriff jetzt. Aufpassen mit den Köpfen. Oh, die kommen immer mit den Köpfen da ganz nah aneinander. Die klaren Treffer, die hat dann der Coacher gut. Jetzt auch die Rechte bei drin. Genau das war's. Und er sollte jetzt ja nicht anfangen zu provozieren. Blödsinn. Aber dann merkt man mal, dass der rechte Hammer da schon durchgekommen ist. Nochmal die rechte, ja, jetzt hat er es drauf. Und nur Coacher. Und jetzt 10 Sekunden. Also die Runde, die geht einwandfrei an den Mann aus Augsburg. Profi seit 2018 ist er. Hat 2023 erst einen Kampf bestritten. Schlug in Regensburg den Ungarn Laszlo Fekete, der immerhin einen satten positiven Kampfrekord hatte, schwer K.O. Dabei holte er sich die internationale deutsche Meisterschaft. Den UBF European Titel, United Boxing Federation heißt der Verband, und den Gürtel des WBF Euro-Asien-Meisters, also was es alles gibt. Hat er sich gleich alle drei Titel geschnappt da in einem Kampf. Kann man auch machen. Und der Adler, der war zweimal Schweizer Meister bei den Kadetten. Arbeitet als, wie sagt man, Gebäudemaler im Betrieb seines Opas, der sein Chef ist und sein Hauptsponsor.
Also die Linke. Die Linke hängt schon ziemlich tief dabei, Haller. War aber mal eine gute Linke von Haller drin. Nochmal. Ja, Kombination. Die Schweiz wird langsam warm. Jetzt kommt die Gegenattacke von Kurtscher. Also guter Kampf, muss ich sagen, hier von den beiden jungen Burschen. Und die Linke, die kommt gut davon, Haller. Er sollte mal vielleicht ein bisschen mehr zum Körper gehen, der Kutscher, und dann zieht er die Deckung noch weiter runter und dann kann er oben nochmal die Rechte reinplatzieren. So ist es doch einigermaßen gut ausrechenbar für Haller. Aber ganz enge Nummer bis jetzt. Man muss aufhören, die Linke, die kommt echt gut davon, Haller. Ja, Kampf wird immer besser. Auf der Innenbahn ist er anfällig, der Onur Kurtscher. Die Runde ist gleich rum. Ziemlich ausgeglichen gewesen. Beide haben gutes Referat. Und jetzt kommt auch mal gut durch, der Haller. Ja, und vielleicht war ja genau diese Schlussaktion für verantwortlich, dass er die Runde noch für sich geschnappt hat. Haller ist ja kurzfristig eingesprungen hier. Eigentlich sollte Sulavisa Miodrak hier antreten, aber der hat sich dann verletzt und ja, hat Haller gesagt, okay, dann komme ich halt. Und hat sich bislang hier gut aus der Fähre gezogen. Ja, waches Bürschchen. Technisch kann man nichts aussetzen bei ihm. So, linke Gosse laufen lassen. Hat der Erkan Erksen seinem Schützling Onur nochmal mit auf den Weg gegeben hier in den Ring. Na, jetzt legen sie beide mal so eine künstlerische Pause ein. Passiert da nicht viel im Ring. Vierte Runde. Zwei liegen dann noch vor ihnen. Ja, die Linke war drin und ist aber schön weggegangen, der Haller.
sieht ein bisschen zu weit aus, der Haller. Also gut zu sehen, die Schläge, wenn er sie ansetzt für Koja. Ja, in der Ecke holen sie auch immer Körper, Körper, Körper. Ja, dafür haut er jetzt die linke da oben mal am Kopf. Ja, aber die Schläge noch zu ungenau bei Ono Akosha. Viele zumindest. Beide getroffen. Ja. Etwas ruhigere Runde hier zwischen den beiden. Der Ono Koja hat auch ein Herz für Kinder und trainiert wöchentlich Kinder und Jugendliche in Augsburg. Erfolge als Amateur, südbayerischer, oberbayerischer und bayerischer Meister war er. Da gibt es noch ein Küsschen. Also, wenn das nicht motiviert. Fünfte Runde. Müsste den Haller ein bisschen mehr beschäftigen. Das sind viele Einzelaktionen. Ja, Aufwärtshaken, Haller war durch, seinen Schlag auch. Da war die linke, aber dann die rechte vergessen. Also mit den Köpfen gefällt mir gar nicht. Ich bin nicht wundern, wenn die da nochmal richtig einen Cut holen, beide. Die linke und die Schweizer, das ist gut. Geben sie mal ganz schön hier. Oh, da wäre fast noch in den Konter von Haller reingelaufen. Also beide Ecken bin der Meinung, der jeweils andere kann nicht mehr. Aber konditionell sehen sie eigentlich ganz gut aus. So schnell kann es gehen. Zack, hat's gemacht. Also da angezählt. Man scheint wieder da zu sein. Er steht gerade in meiner Ecke. Ich schaue da mal hoch.
Ja, gibt den Kampf wieder frei. Ja, die Runde ist mit 10-8 weg. Jetzt wird es ganz eng für Unur Koca. Oh, nochmal die linke. Jetzt hat er mal die linke selber rein. Also, das wäre ja richtig nochmal ein guter Kampf. Jetzt zum Schluss dieser Runde hier. Ja, da haben wir nicht aufgepasst. Das gucken wir uns einfach mal in Zeitlupe an, was da passiert ist. Ging ratzfatz. Dann kommt die sechste und die letzte Runde. Da war die linke. Ich habe vorhin schon gesagt, die linke kommt gut von ihm. Die hat die war ansatzlos geschlagen. Das, was die Ecke von Onur Koca immer fordert, bringt links und haut dann rechts. Das hat der Schweizer genau umgekehrt gemacht. Ja, überraschendes Ende hier. Wunderbar. Da ist natürlich ein bisschen Aufregung bei Onur Koca. Birkan Erksen, Athletiktrainer. Bei ihm ist übrigens Emre Karpan. So, sechste und letzte Runde. Also, das muss er noch mal alles auspacken, was er in den Fäusten hat, der Onur. Und er muss aufpassen, dass er da nicht wieder in irgendeinen Haken reinläuft. Das ist wirklich gut, der Haller. In aller Ruhe, aber wenn er dann eine Aktion ansetzt, dann ist da auch Dampf dahinter, dann ist da der Wille da, den Gegner da wegzuputzen. Und der Onur, der muss aufpassen. Ja, guter Körpertreffer, aber da muss er nachsetzen. Links Körper, rechts zum Kopf. Ja, nochmal richtig hier was los jetzt hier in der letzten Runde. Klar, ja, ja, guter rechter Treffer jetzt von Onur Koca. Und jetzt, ja, jetzt hat er ein bisschen Blut geleckt. Denkt sich, den kann ich da auch weghauen. Aber der Haller ist ja sehr beweglich auf dem Bein, muss man ja sagen. Eigentlich ein eleganter Boxer, wenn er so weitermacht. Ja, er muss dranbleiben, der Onur Koca. Ja, die Runde muss er gewinnen. Und dann schauen wir, was die Punktrichter da sich zusammengeschrieben haben auf ihren Zettel. Da noch eine Minute. Wirklich interessanter Kampf. Da muss man auch mal noch mal sich vor Augen halten, dass der Haller erst 19 Jahre alt ist. Also dafür ist das wirklich hier ein klasse Kampf von ihm. Der Onur Koca ist da schon ein bisschen erfahrener. Musste trotzdem zu Boden. Da nochmal wieder harte Treffer jetzt. Oh, war er wieder weich in den Knien. Wollte runter und fängt da nochmal die rechte diesmal. Eieieiei. Also er ist da einfach zu leichtsinnig, Onur Koca. Selber landet ganz gute Treffer, aber dann kommt da wieder so eine Serie von Haller. Ja, nochmal ein Körpertreffer. Wie lange geht's noch? Ja, noch 10 Sekunden. So, und da kommt doch nochmal der Schweizer. Also, hat mir echt imponiert, der 19-jährige Bursch da. Aus Graubünden. Ja, da freut er sich. Also eigentlich müsste der gewonnen haben, der Jerome Haller. Aus Arbon ist er. Tja, und der Opa, wenn er jetzt gewinnen sollte, wird sich auch freuen. Er will ja in ein, zwei Jahren, hat er gesagt, dann ganz vom Boxsport leben können. Dann
braucht sein Opa nicht wieder in die Tasche greifen und er muss auch nicht jeden Tag da auf dem Bau und malen. Aber dauert noch eine Zeit. Ja, warten wir mal das Urteil ab. Hat er gut gemacht. Jerome Haller. Also, sagen wir mal ab, welchen Arm der Alexander Wilding da in die Luft hält. Punktrichter Rosano Minolo, Egidio Pisedu und Bert Hupfer. Rosario natürlich. So. Meine Damen und Herren, wo wir zur Urteilsverkündung kommen, ein riesengroßer Beifall für beide Boxer. Das war auf jeden Fall der heißeste Fight am heutigen Abend bis dato. Und jetzt kommen wir zum Punktrichterurteil. Split Decision mit 2:1 Punktrichterstimmen. Sieger, der Mann in der blauen Ecke. Gratulation aus der Schweiz, Jerome Haller. Ganz starker Sieg. Dazu muss man vielleicht noch eines wissen. Da muss er erstmal hinkriegen, in der Höhle des Löwens den Sieg da für sich zu holen. Ganz kurzes, knackiges Interview würde ich sagen. Bleibt bitte beide bei mir. Jerome, Gratulation. Das war eine heiße Kiste. Wow, ein andermal herzlichen Dank. Ono, du bist ganz starker Kämpfer. Gratuliere dir. Dieses Angebot habe ich vorgestern bekommen. Ich bin sofort eingesprungen. Zum Glück war ich bereit und verdient geworden, würde ich mal sagen. Wunderbar, Gratulation. Ono, starker Kampf, aber für dich mindestens genauso kompliziert, sich auf einen Gegner vorzubereiten, der dann auch noch so topfit in den Ring kommt, gerade mal mit 2 Tagen Vorlauf. Wie ist es für dich gewesen? Ja, war starker Gegner, hat alles gemacht, so wie es ablaufen soll. War der Bessere, ja. Sehr fair, sehr fair. So wie der ganze Kampf verlaufen ist, herzlichen Dank, das ist Werbung für den Boxsport. Gratulation euch beiden nochmal. Ja gut, die Jungs, muss man sagen. Der Herr Koscher nimmt die Niederlage hin, dann sagt der andere Silvester. Und auch ein Lob vom Sieger von Haller, der gesagt hat, starker Kämpfer, der Koscher. Und ja, das war doch mal ein schöner Kampf hier, der nicht in der ersten Runde direkt erledigt war. Und in der Schweiz, da kann man feiern.